Das dritte Einzel von Roman Schott, Spielvereinigung Kräuterfürth. Eines der Nachwuchstalente hier aus der Trainingsgruppe von Beisel. Erstes Spiel hat er ziemlich klar verloren gegen Julian Werner. Das ist ein Top-Talent der Feldricher, dritte Bundesliga spielen die aus deren Nachwuchsbereich. Zweites Einzel dann gewonnen. Und jetzt entscheidet sich, wenn er das gewinnt, ist er in der Hauptrunde. Fängt gut an. Wenn nicht, ist er eventuell ausgeschieden. Wurde ein bisschen besser, als ich ihn im ersten Spiel gesehen habe, aber man spielt so gut, wie es der Gegner zulässt. Thank you.
Ort. Wenn es kleiner ist, dann kann man nicht schrecken. Ja, Ich bin ein Spieler für den Regler. Aber wenn dein Stand.
Ja, aber ich selber nicht die Das Mentale, der Mentale-Bereich, habe ich gedacht, da machen wir.
Komm, mach mal da. Ich habe dir einen, da liegt es nur an den Tagen. Das ist alles sehr gut. Der ist ja total, wenn es drin ist. Aber was haben wir hier einen Aufschlag gemacht? Super. Also, da bin ich dann offen. Die Spieler Schmidt und Schott bitte zum Turnierleiter. Wenn er hinten liegt, dann ist irgendwie diese Uhr drin. Nein, dann ist er. Also, da wäre er. Dann spielt der Ole an seine Mutter zu denken. Okay. Jetzt schauen wir, dass der Pizzer das schon dieses System an. Dann sagt er, da ist er halt. Es geht um Leben und Tod. Ja? Aber wenn er da vorne liegt, dann scheint er wieder oben auf. Ich will nicht von meiner Mutter abkommen. Ja, aber nie auf Münze. Ja. Ich bin nicht in der Nähe. Jetzt habe ich einen Kopf. Ich bin fürchterlich. Ich bin nur, dass ich ja, der kommentiert auch seine Spielerstände. Das ist was sie längst hätten abstellen müssen. Ja. Wo würde ich der Trainer im Landesleistung sagen, wenn ich dort Jugend zwischen Sieben Schmidt gegen Quach Vincent. Das diskutiert ganz wirklich. Du kannst dir vorstellen, es kommt hier rum, das Thema ist aktuell. Ja? Habe ich bei den neuen Videos auch festgestellt, er hat viele Fans, viele, wenn man es weckt. Ja? Okay. Weil er mal scharf spielt, yes. Aber eigentlich auch da so. Ne? Der eine Spieler gibt 10, 6 Spieler, das ist 200 Euro, du würdest das ja diese Satz nicht. Yes. Ja, das kann man sogar helfen, aber nicht ganz mal nach vorne rechts. Ne? Und das andere Mal 10, 6 hinten. Da habe ich auch 200 Euro, du würdest das ja da noch was zu tun. Das ist so. Ja, die Konstanz geht dabei.